In Spalli Harach, den Firmensitz eines großen heimischen Immobilienunternehmens, wurde auch heuer wieder zum Törgelen geladen. Jener zünftigen Südtiroler Tradition, mit der Gastgeber René Benko ein bisschen Brettljausen-Atmosphäre nach Wien bringen wollte. Ja, genau das war das Ziel, eine Veranstaltung einzuführen, die derart sympathisch ist, dass alle Jahre wieder die Leute gern kommen, Freunde des Hauses, und nach dem dritten Mal kann man Tradition dazu sagen. Und doch ist heuer manches anders als im Vorjahr. Mittlerweile nicht rechtskräftig zu 12 Monaten bedingter Haft verurteilt, findet René Benko dennoch Grund für einen persönlichen Erntedank. Es war geschäftlich ein gutes Jahr, aber die Ernte, wie man heute sieht, sind die vielen Freunde, die kommen. So reiste sogar Rock-Ikone Tina Turner zur Feierstunde an. Ein wenig irritiert vielleicht von der Begrüßungsmusik und den vielen Kameras, machte sie wieder Gastgeber gute Miene zum Blitzlichtgewitter. Ich bin früher oft in Wien aufgetreten, aber privat konnte ich diese schöne Stadt noch nie genießen. Ein reiner Freundschaftsbesuch also? Ja, Freundschaft, Partys, Vorweihnachtszeit, gute Stimmung, gute Schwingung, gute Zeiten. Good vibrations, good times. Zu Freunden muss man auch stehen, wenn es einmal nicht so rund läuft. Und ich hoffe, dass sich das alles in Wohlgefallen auflöst, auch in der nächsten Instanz. Wenn es regnet, da musst du schauen, welche Freunde bei dir noch da sind. Wenn die Sonne scheint, hast du so viele Freunde. Ja? So wie ich den Gastgeber kenne, ist er kein Mann der Seilschaften. Ich glaube, er ist kein Jäger. Und er ist auch nicht ein großer Sammler, er ist einfach ein erfolgreicher Unternehmer. Geht es Ihnen im Moment rundherum sozusagen gut? Selbstverständlich.